heute eine Fahrradtour zum Kreisbachtalteich. Ja, nein. Weiter. Ihr Kinder, dort wo ihr vorhin die Stöcke gesucht habt. Ach, da. Das ist doch aber da. Da. Ich komm's mit. So ein Zufall, ich wollte Ollis Stock suchen. Und dann sehe ich hier im Baum völlig irgendwas. Was ist das? Guck mal, was das ist. Das ist vielleicht ein Geocache. Öffne mal, Laura. Ja, ja. Geil. Könnte sein. www.geoversand.de. Wasserfestes Logbuch. Cache verschlungen. Noch verschlumpft nochmal. Ah. Da musst du dich eintragen. Ja, das kann ich mich beeilen. Guck. Wie oft wir jetzt Geocaches finden, ohne wirklich welche zu suchen. Ne? Wo du hintrittst. Das halt schon. Deswegen haben wir auch vorgedacht, am Anfang, dass hier ein Monster ist. Aber dass sie drüber draufsteigen sind, Olli. Siehst du die? Da hin, Olli, in die Erdbüsch. Was siehst du die? Rumschellen. Das ist Wasser und das wird dann irgendwie so zu draufsteigen. Hammer. Das ist ein bisschen großes Loch. Da ist bloß ein Knick. Olli, guck mal, was da für Tropfsteine sind davon. Da ist ja eine Null. Ja, das ist eine Null. Und dann, wenn du weiter vorgehst, dann gibt es auch eine 1. Ja, da ist eine 4. Na ja, dann kann man ja noch ein bisschen reingehen, ja? Ja. Raus, hey, aber warum? Wenn das ist damit, nein, wenn dann hier Wasser gegen diese Wand drückt, würde der sonst einfrischen vielleicht, weil da zu viel Druck ist. Und damit das nicht passiert, kann dann das Wasser einfach hier reinlaufen. Deswegen ist es ja auch nass. So. Guck mal, das sind Tropfsteine. Oh ja! Die ist richtig groß, der eine da. Und die sind auch 35 Meter schon. Es ist schon langsam richtig kühl. Guck mal, hier sind 455 Meter. Wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft und die sind auch hier. Flori kämpft. Das ist 600 Meter. Sag mal, ich glaube schon die Autobahn. Alter,
Geil. Wir sind ja gleich beim Kaufen. Was? Was sind wir denn hier?